Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Renegade Platinum Hardcore Nuzlocke. Wir sind wieder mit dem Team vom letzten Mal. Na, hab jetzt nur alle Level 13 gemacht. Das war so ein bisschen hier, weil ich denke mir, das ist ein bisschen schwerer jetzt. Langsam, aber sicher ziehen die an hier. Und wir haben hier wieder einen Quiz. Habe ich schon gesehen, das wo ich reingekommen bin, deswegen, ist er a place in the Höhenregion known as Fellabortor? Ja. Is it true that there are reporters in Höhen known as Tabby and Gay? Nein, die heißen nicht anders. Die heißen anders, ne? Ja, ich meine auch. Is Elysia the Countess Spectacular Isle, also the sister of German leader Wallace? Nee, Wallace ist doch, Wally. Nee, ne? Nee. Incredible. Tell me, Trainer, where do you come from? Komme ich von ja oder komme ich von nein? Naja. Da ich eigentlich, ja doch, ich komme von ja. Yes, Town. Oh, I never heard a place of that exact. Fascinating. Now for the last question. Can you beat me in the battle? Ja, klar. Da wieder Starter sein werden. Ja, die Quick Attack ist mir relativ wumpus. Bin ich ehrlich mit dir. Okay, nice. Dann kriegen wir Gag Arbor, Hydropie und Flamly. Ja, das Krasse in dem Hack ist ja, man kriegt gerade zum Anfang halt unglaublich viele Pokémon, ne? Aber die können halt auch unglaublich schnell und unglaublich krass einfach wegrippen, ne? Bullet Seed? Moment. Der hat ja 55 Stärke, ne? Der trifft immer zu mir, also mindestens 50. Aber trifft halt immer. Aber kann halt auch mehr sein, ne? Ja, ist halt an sich besser als Razor Leaf. Aber halt Crit Move, ne? Wenn wir einen Crit brauchen unbedingt. Machen die über Absorbe weg, komm. Absorbe drücken wir eh nie wieder hier. Also. Never. Und Torchic. Moin. Dann ist Piplup Delon. Piplup. Piplup. Die Frage, die ich mir gerade. Oh, man sieht, ich habe schon ein bisschen Attacken auch gegeben und so. Ich weiß nicht, wie das letztes Mal schon war. Kriegen wir. Die? Also kriegen wir das gleiche? Oder die Fähigkeit? So, ich habe geheilt und natürlich drei Plätze freigemacht. Und Mudkip. So. Plus Spezialverteidigung minus Angriff. Ja gut, da es ein spezieller Angriff ist mit Overcore. Haben die alle die so Lame Ability? Plus Adamant? Blaze? Okay. Auch Adamant? Okay, die Wesen, okay. Ja, so. Aber halt immer mit, ja auch Turret, okay. Ja. Ja, haben wir noch mal wieder ein paar neue Pokémon. Ja, drei neue. Ich mag hier wieder im Team rein und dann gehen wir nach unten weiter und ja, let's go. Ich bin jetzt nach Süden gegangen und da ist hier ein Haus. Da ist, das ist Troy, oder nicht? Das ist mein Feldpunkt, das ist mit Beldum. Oh, wir kriegen hier einen Tarnhill. Okay, let's go. So, ich habe einen Platz freigemacht und haben wir einen Beldum. Ich zeig mal ganz kurz. Oh. Hier, das Haus hier, direkt unten. Heftig. So, wir müssen natürlich noch einmal das Beldum uns angucken. Impisch plus der minus Spezialangriff. Mit Claire Body. Ich glaube, das ist der, glaube ich, immer. Alter, was? Der hat. Okay.
To be honest, für die nächste Arena, da haben wir unglaublich viel, ne? Oh Gott, nicht sagen, ich wollte. Ich habe eine Gescheinsarena, ne? Ja, ich würde sagen, ich gehe nochmal nach unten weiter und ja. Urbrax, mein. Ist nicht mein. Also, Erzelingen-Mine. Hier kriegen wir einen, ein Muzzle-Band. Und wir kriegen hier eigentlich einen Encounter, aber ja, okay. Ein Stolunior. Okay. Stolunior ist nice. Und den geflinchten, let's go. Oh. Okay, und Härtner, okay. Alter, Stolunior, ein cooles Mon. Ich mag Stolos. Er hätte auch noch ein Pack, der auch noch vielfach resistiert wird. Oder Rock Tomb. Gucken wir, was der Pack macht. Gut, 1 KP, let's go. Jetzt im roten, jetzt Coin fangen. Let's gonna catch him. Let's go. Let's go. Wir haben Stolunior. Iron Armor. Pokémon. So, Pokémon Box. Wir haben einen Aron. Neutrales Wesen ist immer okay. Mit Rocket. Gott hat auch, glaube ich, auch Sturdy haben, wenn ich mich nicht ganz vertue. Weil ich glaube, ich bin Stolunior. Aber Rocket ist halt. Oh, krass, okay. Ja. Wir kriegen Böllermänner. Heftig. In der Urbermine sind halt auch noch Trainer. Terrainer. Eventuell nicht so schlau, dass ich mit Shinx vorne bin, aber ja, das können wir ja regeln. Ja gut, dann vor allem, das Gute ist bei Geodude, also der kann halt, oder hat oft Sturdy, mit Bullish zieht, ist mir das egal. Weil der dann zweimal trifft mindestens und dann eine Wismur. Ja. Mich kann kurz zu wechseln gerade. Könntest einen Feuerschlag haben, ne? Glaube ich. Ich glaube, du könntest einen Feuerschlag haben. Aber Turtok wird einen überleben. Das ist eine physische Attacke. Turtok ist physisch defensiv sehr, sehr stark. Wenn es dreimal trifft, ist der auch tot. Okay, ist er nicht. Also, kein Dreimal getroffen halt. Razor Leaf. Let's go. Ja, gut, Turtwig ist gleich natürlich unglaublich gut, ne? So, als Pflanzenmon. Das ist Fight. Der Arenaleiter Aurelius Rock Smash. Ein Evolution Stone. Okay, warte mal. Das ist halt für Evo-Entwicklung, ne? Wasser, Donner, also Aquana, Blitzer, Flamara, Psyana, Nachtara, Fulpurba, Glaziola. Wir wollten bei unseren eine Nachtara rausmachen, Ready? Also Moonstone. Maybe you can evolve a Pokémon set, like an Eevee, for instance. Und der ist erinnert da und ein Rare Bone. Ich will mal nicht mit Shenlux da starten, würde ich sagen. Wir müssen ja auch noch die Trainer sein. Ja, klar.
Keine 30, okay. Ja, jetzt kommt dann der Arena-Kampf. Das heißt, dann werden... Ne, bald will ich nicht haben. Alle Pokémon Level 16. Werden wir ein cooles Team hoffentlich zusammenstellen. Ist eine Steinarena. Das heißt, wie ich vorhin schon sagte, glaube nicht, dass die Arena so krass wird. Boss Prime, okay. Vor allem, ich guck mal, dass ich Riolu die Freundschaft höre, dass wir Lucario bekommen können halt auch noch. Der in der Steinarena natürlich erste Sahne ist. Ja, und dann machen wir Level 16 alle. Dann gibt's Entwicklungen, ne? Ja, let's go. So, aber bevor wir das Team machen, haben wir hier oben noch Route 207. Und da gibt's nämlich noch ein... Ein Fambi! Oh, das war schon mehr Damage, als ich gedacht habe, muss ich zugeben. Da ist halt auch nur ein Bodenmon. Also nur, das nicht kein Koten und Gestein. Hm. Also, ich mag ja Donphan, aber der ist meistens gar nicht so stark. Ich frage jetzt halt, ob der jetzt hier stark gemacht wurde, ne? Das werden wir wohl herausfinden, würde ich sagen, oder? What do you say? Ja. Okay, dann wird das Team jetzt gebaut. What Shinx is evolving? What? Nidoran is evolving. What? Chimcha is evolving. Vor allem, der hat halt hier auch Flamewheel gelernt mit 75 Stärke. Let's go. What? Sali is evolving. What? Piplup is evolving. Metal Claw. Die nehmen wir mal mit, glaube ich. Ist das aber so passend? Ja, das ist okay. Ja. Ich bin gerade die Pokémon am entwickeln und so, wie ihr gerade schon gesehen habt. Ich habe ganz vergessen hier. Pumpy, haben wir so nicht anguckt. Ein neutrales Wesen mit Pickup. Dem Regel vom Leibniz und so, ne? Weißt du? Ja, ist okay. Ich glaube, Pickup ist, glaube ich, immer bei Fumpy. Ja. So. Ich habe hier einmal alle Pokémon so ein bisschen hochgepusht auf Level 16, dass wir auf Level Cap sind. Und entwickelt hier, wie man sieht, ne? Auch was die Nachtara jetzt mit dem Stein, ne? Die Freundschaftswirkung habe ich hier hochgepusht. Ich habe viel gekämpft und viel Freundschaft aufgebaut. Da sieht ja auch schon der Fehlte bis da, ne? Was ja auch wichtig ist nochmal für Tool Kiss später. Und das hier ist jetzt unser sechster Team, mit dem wir in die Arena reingehen. Wir haben unser Lucario. Mit Swords Dance. Shillock nehmen wir mit. Vielleicht ein Genre rausholen. Unser Reptane. Unser Morabel. Leider keine physische Wasserattacke. Deswegen habe ich den Waterputz gegeben, weil voll Bakuna, naja. Bisa Knosp. Na, und Lipprin. Ja, ich würde sagen, ich mache mal die Vortrainer. Guck mal, wenn da nichts passiert, machen wir dann einfach direkt die Arena, ne? Also, let's freaking go. So, rein in die Arena. Wir müssen ja gar nicht, wir brauchen kein Level, das heißt, wir kämpfen nicht gegen die, würde ich jetzt mal sagen. Ich. Okay. Mein Plan ist halt der, ich starte halt mit dem Reptane. Wenn jetzt ein Sturdymon kommt, habe ich noch Rucksackhieb. Ne, ist die Steinarena. Also als Signature hat danach safe das Kokodon. Also nicht. Hier Nose Pass. Kleinstein, Onyx. Schilterus, Stolunior.
Das sind so die Punkte, die ich erwarte ein bisschen. Aber das Problem ist halt Nosepass, also hier Nasknet. Ich habe den Namen gerade vergessen. Thunderwave, ja, okay. Ist doof, weil ich nicht mehr so schnell bin jetzt, aber ist okay, denke ich. Das Problem ist halt, der kann halt Elektro-Attacken, wie man schon sieht. Und das ist halt für so drei Wassermons halt nicht so optimal. Geparat ist, glaube ich, für Reptane erstmal okay, solange wir durchkommen. Okay, Stealth Rocks sind doof. Die Frage ist halt, okay, das ist einfach nur ein Setter, ne? Stealth Rocks wahrscheinlich noch, also Donnerwelle hat er ja. Vielleicht noch die Spikes, vielleicht Sandsturm. So, Geodude. Warum schickst du Geodude? Boah, wir müssen halt auf die Punches aufpassen, ne? Feuerschlag, Donnerschlag, Ice Heap. Wenn er einen Feuerschlag hat, dann ist halt auch Lucario kein Zwischen. Dann habe ich aber die drei Wassermonster, die das halt eigentlich ganz gut regeln könnten, tendenziell. So, aber defensiv stärksten ist halt Wartortle. Dann würde ich aber gerne dann für später aufbauen, wenn das der stärkste Defensive ist. Ich glaube, ich gehe in den Printclub rein. Also ich save das Cognodon auch, weil die haben sich safe darauf geprepped. Die haben sich nämlich safe darauf geprept, dass der Burn ist scheiße. Hat er jetzt einen Donnerschlag? Ich bin, ist egal, ich bin eh schneller und ich kill den ja. Obwohl, der hätte Study haben können, ne? Oh, true. Da kommt Cranny, du hast ja, der hat sowas von safe einen Donnerschlag jetzt. Holy shit, hat der einen Donnerschlag. Sonst wird der jetzt niemals kommen, das Ace würde jetzt sonst nie wieder zu früh kommen. Aber die Frage ist halt, ob der auch einen Feuerschlag hat, ne? Der hat schon den Bodentyp. Das heißt, wenn er jetzt einen Donnerschlag macht, immunisiere ich das, einen Feuerschlag würde ich resistieren. Steintag würde ich resistieren, also eigentlich ist Marschsturm doch der Switch-In jetzt. Thunder Punch, ja, es war so klar, ne? Aber hier bulldoze ich doch, weil ich einfach physisch offensichtlich stärker bin. Then Headbutt wird uns aber nicht killen. 19 KP, okay. Die Leiste geht so schnell runter, ne? Holy shit. Ein von das war schon das Ace, ne? Oder? Ne, laut den... Doch, das ist Ace. Ja, easy. kann... Mobile eine Pflanzattacke? Weil was für einen Grund hast du sonst jetzt Mobile reinzuschicken? Doch jetzt eigentlich keinen Grund für Mobile, oder? Brickback, oh. Ich wollte zu Lucario gehen, ne? Ich würde es mal. Ist ja immer noch, also auch nur ein Mobile, ne? Aber. Ja, der ist sturdy, ne? Dass wir den einmal den andippen und dann können wir den killen halt. Kinder durch bis KP. Müssen eh zwei Angriffe machen. Oh. Okay. Wir hätten sowieso zwei Angriffe machen müssen. Magic Leaf kann ja nicht daneben gehen. At this point wichtig, weil in der Nebene wäre Ivysaur jetzt down. Onyx. Ja, das ist jetzt eigentlich. Ja, kommt jetzt eine Bodenattacke, ne? Da kommt jetzt eine Bodenattacke. Ja, komm, Wartortle, dafür bist du jetzt da. Du killst das Onyx. Und Sandstorm. Sandstorm Rageous. 15 KP durch Bulldoze. Speedfeld ist mir jetzt das Point, glaube ich, egal, weil du bist eh schneller als ich. Also ist mir das ja. Und noch ein Lavita. Ja, okay, Lavita habe ich nicht mitgerechnet, muss ich sagen. Okay, und Mo ich auch nicht, aber sonst. Ja, passt das Team, aber. Ja. Aber kann ich doch auch einfach. Ne, drin bleiben eigentlich nicht, ne? Wenn er jetzt einen Donnerschlag hat, wäre das schon sehr belastend. Aber hat der nicht, wird er eher gekommen, oder? Ja, stimmt nicht, irgendwo Ibis so drin, ne? True.
Aber gegen vorher, weil der kam ja vorher mal rein, da kam ja Cocteaudon rein, ne, mit dem Donnerschlag. Dann wäre eher Lavita gekommen, wenn er einen Donnerschlag gehabt hätte. Ne, weil das Ace setzt ja immer so spät wie möglich ein. Das heißt, wir bleiben einfach drin. Wir sind langsamer jetzt, relativ sicher. Vor allem, meine Anfangsstrategie war so Lucario, Boosting und dann Let's Go. Ja, hat ja nicht so gut geklappt. Das war ein Crit. Ach du Scheiße. Aber Bulldoze, okay. Boah. War das close. War das... Oh my goodness. Dankeschön für den Orden. Damit haben wir den ersten Orden. Oh, der Decke wendet sich auch schon wieder, mein Gott. Das war mit Schluck gerade close, ne? Stealth Fox, okay, Stealth Fox, nice. Vor allem, der Plan war ja erst so, ja komm. Lucario, Schwerttanz und der macht das. Krass. Ja, da kam es anders gekommen als erwartet. Vor allem fällt gerade ein, ich muss ja nochmal auf die Frage des Videos eingehen. Bin ich ganz über das ganze Action jetzt hier ganz rum weggekommen. Nee. Alle wissen natürlich, mein Lieblingscharakter ist natürlich Glumanda. Ja, also zusammen Glumanda oder Shiggy ist natürlich ganz klar Glumanda. Das kurze, eins der kurzen Monsis gibt, kurzer Glurak. Ja, ne? Ja, haben wir jetzt noch einen Rivalenkampf? Ich glaube, wir haben noch einen Rivalenkampf, ne? Oder? Ich habe gerade mal kurz geguckt, wie lange die Folge geht und ja, nee, Regal, Weinkampf kann sein, dass er kommt, aber dann in der nächsten Folge, weil die Folge geht schon lange genug und dementsprechend bedanke ich mich fürs Einschalten bei der Pokémon Renegade Platinum Nuzlocke. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Schreibt mal rein, wie ihr den Kampf so fandet und ja, wir haben den ersten Orden in der Folge. Es kann da nach oben gehen, wa? Dankeschön, macht's dafür Sabat, macht's gut und tüdelü.